Wenn Sie Ihr Dymo-Gerät angeschlossen haben, sollten Sie auf die Seite des Herstellers gehen, global.dymo.com, und sich den neuesten Treiber für Ihr Gerät herunterzuladen. Hierzu wählen Sie in der Combo-Box hier oben Ihr Gerät aus und klicken dann unten auf Software. Da wir uns in Windows befinden, klicke ich hier auf Windows und sage hier Dymo Label Writer Software. Die brauchen wir. Okay. Wir wählen die Sprache aus und lassen uns das ganze Ding nun installieren. Was ist neu? Ja, das wollen wir hier für Windows und sagen Download. Das Ganze können wir uns ausführen oder direkt speichern lassen. Ich sage jetzt mal speichern unter und zwar im Downloads-Ordner. So machen wir es. Nun wird der Download gestartet und wenn er fertig ist, werden wir das ganze Ding installieren. So, der Download ist nun abgeschlossen und wir führen das ganze Ding jetzt einfach mal aus. Ja, Deutsch wollten wir eigentlich schon, wäre vielleicht nicht schlecht und schauen wir mal, was passiert. Nachdem die Software installiert wurde, sollten wir nun, und das war jetzt unten gerade, unten hatten wir noch hier den Dymo Label Writer stehen bei nicht angegebenen Geräte. Der sollte nun eigentlich initialisiert sein und irgendwo hier oben stehen, da ist er, Dymo Label Writer 400. Soweit ganz cool. Okay, wir sagen fertigstellen. Um den Dymo Label Writer in der Software zu verwenden, klicken wir auf Administration Systemeinstellungen. Dort wählen wir in der Karteikarte Hardware Drucker dementsprechend bei Artikel- oder Adressetiketten Dymo Label Writer aus, der nun in unserer Liste eigentlich erscheinen sollte. Hier Artikeletiketten, Adressetiketten mache ich genau das gleiche. So, dann schließe ich das. Ah ja, okay, muss noch eine andere Einstellung vornehmen, weil er sagt, ich habe kein E-Mail. Egal. Ich habe jetzt mal ein Etikett angelegt und habe gesagt, ich will das jetzt drucken. Wie gemerkt oder wohl wichtig ist halt, dass bei den Systemeinstellungen, Administration Systemeinstellungen, tatsächlich in der Hardware-Drucker hier Dymo Leerzeichen Label Writer als Name vergeben ist. Das ist wichtig. Was danach kommt oder davor kommt, ist ganz egal. Das heißt, es muss halt Dymo Leerzeichen Label Writer heißen. Wenn Ihr Drucker anders heißt, den Sie installiert haben, Ihren Dymo-Drucker, dann müssen Sie ihn halt einfach dementsprechend umbenennen. In Windows ist ja kein Problem. So, aber jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Jetzt sagt er, okay, ich zeige das Dymo-Fensterchen, alles wunderbar. Jetzt klicke ich aufs Etikett und sage mal Konfiguration. Hier müssen Sie bitte festlegen, welche Version Sie der Software haben. Denn das kann Wabi Profi 3 leider nicht unterscheiden. Hier muss er wissen, verwenden Sie die Software der Version 8 von Dymo oder die Version 7 oder kleiner. Also das heißt, wir haben hier die 8er installiert, haben auch dementsprechend das Häkchen drin, wunderbar. Sag ich mal Labelpfad öffnen, nun sollten wir, ja genau, in den Dymo Label hier dementsprechend in die Labels hineinspringen. Das ist ja wunderbar. Das geht. Konfigurationsfelder deklarieren. Hier müssen wir dementsprechend ein Etikett auswählen, das wir verwenden wollen. Und ich sage jetzt mal das 11354. Und nun sage ich Preisetikett bearbeiten. So, wenn ich darauf klicke, sehen Sie es. Und wir haben jetzt tatsächlich die Dymo-Software das erste Mal installiert. Also die war vorher noch nicht drauf. Er sagt hier Willkommen zur Einrichtung und weiter. Also das heißt, es ist ein klares und eindeutiges Indiz, dass die Software vorher noch nicht drauf war. Sage ich einfach mal weiter, was er von mir will. Deutschland, ja, ich will natürlich hier. Nein, ich will mich jetzt nicht registrieren. Weiter und beenden. Zack. So, und jetzt haben wir unser Etikett da, das wir nun drucken könnten. Schauen wir mal, was passiert. Also er hat uns das Beispiel-Etikett gedruckt. Allerdings, so wie es hier dasteht, weil wir gesagt haben, wir wollen ja das so drucken, wie es hier steht. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir sagen, wir wollen es schließen, weil wir sind jetzt in der Konfiguration. Sagen hier schließen. Und ich sage jetzt mal, markiertes Etikett drucken. So, jetzt sollte er uns eigentlich wieder später registrieren. Ja. So, also was machen wir? Wir sagen hier, Vorschau ist jetzt hier an der Stelle nicht möglich. Also ich sage, ich will mehr markiertes Etikett drucken. Und so, jetzt schauen wir mal, was kommt. Vielleicht hören Sie es, der Drucker druckt. So, und nun habe ich hier mein Don't Talk Badge to Me. Tatsächlich mit der Artikelnummer 817 mit dem Preis von 13,45 €. Wunderbar. Wenn Ihnen das Etikett dann an der Stelle nicht passt, weil Sie sagen, ja, mein Etikett ist irgendwie anders, können Sie hier bei Felder deklarieren, bei Preisetikett verarbeiten, dementsprechend hier alles einstellen, wie Sie es brauchen. Als kleiner Tipp des Weiteren noch.
Sollte ihr, oder andersrum, sollten Felder, die bereits hier vorhanden sind, hier etwas, wie soll ich jetzt sagen, ja, wie hier, das ist nicht vollständig, das ist nur halb, also könnt ihr davon ausgehen, dass der Ausdruck an dieser Stelle genauso nicht vollständig oder nur halb ist. Dann müssen Sie halt dementsprechend hier in dieses Feld hineingehen und die Eigenschaften des Feldes, eventuell Schriftart und so weiter, verändern. So, und das haben wir jetzt einfach gemacht. Also ist eigentlich kein Bestandteil dieses Videos, damit ich Ihnen zeige, wie die Dymo-Software funktioniert. Denn die Dymo-Software ist ein eigener Bestandteil von Dymo und auch die Software von Dymo. Deshalb bitte ich Sie an dieser Stelle, sich mit der Dymo-Software auseinanderzusetzen. Aber so habe ich Ihnen jetzt die grundlegenden oder das elementare Vorgehen gezeigt, wie Sie einen Dymo-Drucker installieren, wie Sie den in Wavi einbinden und wie Sie ihn letztendlich auch in Wavi verwenden. Bedanke mich. Bis bald. Tschüss.